So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Legend of Kyrandia 1. So, ich habe mich mal schlau gemacht. Es ist eigentlich völlig Wumpe, wo wir lang gehen. Ne, warte mal. Ha. Load. Hier, da haben wir angefangen. Ist mich eigentlich völlig Wumpe, wo wir lang gehen. Ach, warte mal, den gelben haben wir ja schon. Aber wir brauchen halt den Saphir. Ohne den kommen wir nicht weiter. Also wenn wir jetzt hier... Hier ist ein Period. Garnet, das ist ein Rubin, das ist ein Onyx. Den Onyx müssen wir auch noch machen, den aber erst zum Schluss. So, und das heißt, damit wir hier an alles rankommen, Saphir ist übrigens gelb, glaube ich, müssen wir sinnlos durch den Wald eiern, auf der Suche nach dem Ding. Auf dem Weg da lang, also im Wald, da werden wir immer wieder wie Edelsteine finden und die, ja, die spawnen halt so random. Hier zum Beispiel, ja. Wo kommt der denn hier? Einfach mal einsacken. So, wir sind jetzt an der Brücke, das ist die 9. Wir sind hier. Dann geht es jetzt hier nur nach oben. So, hier liegt plötzlich ein Diamant rum, warum auch immer, sacken wir ein. So, hier dürfte es auch nur nach oben und unten gehen. Genau. Hier exakt das gleiche. Also nach links, oben und unten. Jetzt eiern wir einfach mal hier alles ab. Die sind auch nicht sehr versteckt. Ah, hier, guck mal hier, eine Perle. Why not? So, das ist der Altar. Da sind wir hier. Hier geht es nirgends weiter. Also wieder zurück. Ne? Ja. So, hier geht es auch nur nach unten. Was? Das ist für eine Sackgasse hier. Muss ich mal gerade noch was hinmalen. So, hier geht es nämlich nach unten. Latschen wir einfach mal links rum, wir latschen einfach mal sinnlos durch die Gegend. So, auch hier geht's nirgends hin, nur nach links. Where are these tears coming from? So, hier ist noch einer. So, hier geht es nach oben, aber ich glaube nicht, dass hier oben irgendwelche Dinger rumschwirren. Nee. So, das ist die Trauerweide, auch hier ist nichts. Und dann sind wir hier, sind wir im Tempel. Hey Bryn, I got the amulet. Achso, das müssen wir eh noch sagen. Bryn?
Bryn! She's gone. Na denn? So, dann packen wir den Krempel mal erstmal zurück auf den Altar. The sawdust smells great. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nee. Isn't this the trophy from last year's Kyrandia Days three-leg relay race? I carried him. Okay, kann ich mit dir quatschen? Brinton, solve your birthstone's quest. Then return here. Na okay. Der Alte hat nichts zu sagen, nichts Brauchbares. Links. Wir packen den Krempel mal hier hin. So, das ist alles nicht in Saphir. Diamant, Perle, nee. So, jetzt wieder nachgewachsen auf wundersame Art und Weise. Ah, was haben wir hier? Ein Aquamarin. Noch ein Saphir. Mal klatschen wir mal nach oben. Da sind wir an dem alten Baum. Thank you.
So, gehen wir mal hier nach links und eins nach oben, dann müssten wir nämlich auch wieder zum Altar kommen. Oder auch nicht. Achso, jetzt sind wir wieder hier. An der Klippe. Geht aber auch. So, dann parken wir den Krempel mal hier. So, wir sind jetzt hier. Gehen wir mal eins nach rechts. Noch eins nach rechts. Was haben wir hier? Achso, hier war der Vogel. Der Vogel. Links und gucken uns da noch mal kurz an. Hier ist wieder der olle Baum. Gehen wir mal nach unten. Was haben wir hier? Noch ein Amethyst. Gehen wir mal nochmal nach unten. Ein Opal. Ein Topal. Was die halt für einen Scheiß finden. So. Hier ist nix. Ein Stein, ne? Just a stone. Also ihr seht, die sind schon relativ offensichtlich, bis auf der komische Sonnenstein hier. Der Sommerstein, der war halt versteckt. Der Rest liegt hier. I think I'm getting a rash. Du verirrst dich? Nö, wieso? Wir latschen hier so lange rum, bis wir einen Saphir finden. Und das mal einwandfrei feststeht. So, jetzt sind wir wieder beim Altar. Können wir wieder mal den ganzen Krempel hier hinpacken. You cannot drop any more items in this screen. Okay, dann packen wir die doppelten mal woanders hin. Warte mal, ist hier nicht die Statue? Genau, dann packen wir den Rest einfach mal hier hin. Doesn't look like Malcolm is bothering the Kyrandian Garden Club. So. Wir suchen weiter nach diesem blöden Saphir.
Wir kommen hier eigentlich nicht nach oben. Ist die Karte hier falsch? Ach Gott. Angeblich kriegt man den Saphir ja so gleich am Anfang, da in dem ersten Video, zweiten Video, da habe ich es ja schon mal erwähnt gehabt, wo ich dann gesagt habe, scheiße, der müsste hier doch eigentlich sein. Und ja, der wird hier auch irgendwo sein. Das war eben nur ein Stein, ne? Why do I have to do everything? Hier gibt's ja gar nichts mehr. I'll bet this incense burner is why Brynn always smells so good. Dance of the Mystics. Wer ist er hier nicht, ne? Na gut. Haben wir quasi den Wald einmal leer geerntet, ohne dass wir den blöden Saphir haben.
Hier ist echt nichts mehr. Hier ist der ganze doppelte Krempel. Hier ist nix. What a messy housekeeper. Tja. Da müsste der Baum kommen. Echt alles abgegrast. So, beim Vogelnest. Ja, toll. Also entweder habe ich jetzt den Speicherstand erwischt, wo es also quasi eine Konstellationsmöglichkeit, wo das Spiel quasi kaputt ist und man den Saphir und der Saphir einfach nicht spawnt. Oder ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Gut, ich mache das mal ein bisschen offscreen weiter. Und wenn ich den bekommen habe, den Saphir, dann sehen wir uns wieder. Ne? Also bis gleich. Tschüss.